Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Ni no Kuni. Ah, ich hab dich. Vielleicht habe ich ja Glück und ich krieg so einen Barbanos. Bambino, wie komme ich denn darauf? Machen wir erstmal ein Aussetzding kaputt. Das könnte ein bisschen dauern, bis ich den kriege. Nicht nur, weil sie vor mir wegrennen. Oh, eine süße Pastete. Ach ja, da fällt mir ein, ich suche ja auch eigentlich noch irgendein wildes Tier, was hier in der Nähe sein soll. Noch mal kurz gucken. So. Horror der Händler. Östlich von Laguna? Nein. Der Lavasinn. Am Fuße der Qualmhöhe. Vielleicht soll ich nochmal auf die Qualmhöhe gehen. Am Fuße der Qualmhöhe. Müssen wir mal schauen. Müsst ja irgendwo hier sein. Ich soll vielleicht auch mal auf die Karte schauen. Zählt das hier noch zu Sommerland? Warte mal, zählt das noch zu Sommerland? Also, ist er noch nicht auf der Qualmhöhe drauf. Mal gucken, ob sich hier was. Oh ja, wir werden angegriffen zumindest. Ach komm, ihr habt doch keine Chance. Gold und sie ist aufgestiegen. Schön. Wieso greifen die mich an? Scheiß Pyro-Pimpfe. Ach nein, der ist ja Lichtlein. Nee, mach's Lichtlein kaputt. Selbst die Überrenike ist mittlerweile stark genug. Oh, Fluffy ist zum Angriff gekommen. Olli schafft's gleich. Irgendwas sagt mir, dass es ein bisschen länger dauert, was mir echt ein bisschen gegen den Strich geht. Bin mir nicht sicher, aber ist es wirklich hier oder ist es doch noch im Sommerland? Am Fuß der Qualmhöhe, es dürfte nicht hier sein eigentlich. Da ist schon der Durchgang. Das heißt, es muss irgendwo hier unten rumrennen. Ich hab bestimmt gleich angegriffen. Ah, war ja so klar. Da habe ich jetzt auf jeden Fall mein Level gleich. Schade, das wäre jetzt ein super Spezialangriff geworden. Yay, Level Up! Fürchtet Oliver Level 21. Es sind immer nur kleine Beträge, die lebenstechnisch dazukommen, aber es summiert sich halt doch auf die ganzen Level. Du, was für ein Feigling! Tut so, als würde er wegrennen und greift an. Moment, ist er ein Feigling, wenn er so tut, als ob er... Oh, der Spezialangriff ist genauso sinnlos wie du.
Ah, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich den wieder auf Level 20 habe. Okay, ich suche jetzt erstmal diesen blöden... Du bist es aber nicht, du bist normal... Nee, er wird nicht angezeigt. Ich hasse es, Sachen nicht zu finden. Ist das Vieh das da oben, das Vieh das? Wäre die Frage, wie ich rankomme. Der sieht aus wie ein Funkenfakir, nur stärker. Er sieht ein bisschen anders aus. Aber wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Oh Mist, er hat mich gesehen. Bleib hier, ich will dich killen. Ja! Du bist auch nicht so schnell mit deinen scheiß Bananenstauden. Oh, ich könnte beide kriegen mit Glück. Okay, beeilen wir uns. Bezirzen. Ja, wir haben den Funkenpack hier schon mal. Fluffiese. Ja, natürlich. Funky. Wo sind die Klemmbuchstaben nochmal gewesen? Ich hab's vergessen. Ach, hier, Tab. So, nehmen wir wieder Freeman. Ja, das passt zu dem. Freeman ist jetzt mein Vertrauter. Bleib hier, ich bin ein Freund. Ach, komm, die spawnen doch nicht. Ich will dich nur kaputt schlagen und deine Bananen klauen. Ich glaube tatsächlich, das Vieh da oben, was wir gesehen haben, dieser komische Funkenverkehr, ist es. Was ich töten muss, aber das kann ich nicht besiegen. Ein Auerblümchen. Das ist das Problem. Wenn die mich sehen, dann habe ich keine Chance, die zu erwischen. Aber wenn sie mich nicht sehen, dann kann ich sie ganz gut erwischen. Gastiger. Der schmeckt so gut. Ich mach mal erst den Gastiger kaputt. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, Mist. Ja, den will ich nicht bezirzen. Hau ihn um. Ja, lauf doch weg. Nee, den will ich wirklich nicht. Was kann der eigentlich? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Mal schauen. Ah, ist ein Magier, ich hab's mir schon gedacht. Warte mal, bis das Vieh wieder sich umdreht. Jetzt gleich. Okay, ich dachte, der zum Schluss übrig bleibt, der... Wenn es egal ist, dann haue ich ihn natürlich sofort um. Das wird dauern, bis ich die kriege, glaube ich. Ich meine, ich hatte einfach nur Glück, dass der Funkenfakir dabei war. Ja, ja, aber er levelt ja immerhin schon mal auf. Darf ich die dann eigentlich behalten, oder... Hier bin ich am Eingang reingekommen.
Ah, wisst ihr noch, wie stark die anfangs waren? Ach Mist, ihr habt mich gesehen. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ganz knapp. Durchstreifen wir die Ödland weiter nach ein paar Bananenmonstern. Das könnte das Vieh sein. Das andere, was ich besiegen muss. Da komme ich aber nicht hoch, da muss ich fliegen können. Das ist gut zu wissen. Aha. Zwei. Umso besser. Steh wieder auf. Oh, komm schon. Ich mag nicht ununterbrochen hier rumrennen und die Viecher zu töten. Aber nein, man tötet sie ja nicht, ich weiß, aber trotzdem. Ah, Barbaren bekommen. Schön. Muss ich sie nicht kaufen? Wow, das Target Level. Das ist voll blöd, da komme ich überhaupt nicht hoch. Was ist... Nee, das ist doch nicht das Vieh, wie es scheint. Aber das scheint nochmal eine ganz andere Art von Gegnern zu sein. Die scheinen nochmal um einige stärker zu sein. Da oben ist ein Laffe. Der hier hat sich festgepackt, wie es aussieht. Ah, du kommst nicht weg, hä? Ah, nochmal zwei, gut. Oder muss ich einen wegpacken, damit ich einen haben kann? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Weil ich schon voll bin? Ich habe nämlich hier auch nicht, ich kann mir nicht alles merken. Aha, erwischt. Aber so versuchen sie sich halt auch nicht zähmen zu lassen, die Gegner. Los, beeindrucken wir ihn. Schmetterschlag am Arsch. Wegdienst. Wo geht's da hin? Gut, jetzt schaut er weg. Aha, zu langsam. Ah, schon wieder die Kombi. Wow, der ist aber jetzt auf Aggro. Du hast gar nichts gemacht, du fetter Bräuler. Da ist nicht viel zu holen, aber das sieht so aus, als ob das mal irgendwann wichtig wird, vielleicht aber auch nicht. Ah, hier sind wir. Ehrlich gesagt, bin mir trotzdem nicht sicher, wo dieser Boss auf mich warten soll. Ich versuche ein paar Barbarenviecher zu töten. Ja, das Gewinn ist nicht so schwer. Ich kann es jetzt mit etlichen von denen aufnehmen.
siehst doch sehr gut aus. Haha. Genau der richtige Augenblick, er wollte fliehen und dann konnte ich ihm direkt in den Rücken fallen. Nein, wir greifen an. Du hast das falsch verstanden, Esther. Esther? Mach! Juhu, wir haben es geschafft! Ja, sicher doch. Staudi. Nee. Könnte man ein Monster nennen, das primär aus Bananen besteht? Leertaste? Katana. So lange haben wir die Musik an die gehört, oder? Perfekt. Ja. Klingt auch super. Verbinden wir das nicht alle mit matschigen Bananen. Furkenfuck hier, verpiss dich. Das Gute ist, jetzt kann ich nochmal in die Oase gehen, die Quests alle abschließen. Bis auf die Monsterjagden, weil ich glaube, an die komme ich gerade nicht ran. Oder ich gucke irgendwann später mal, die laufen ja nicht weg. Habe ich nicht gerade irgendwas zum Plündern gesehen? Ach hier, ja. Eine Mondmorchel. Ist bestimmt ganz toll, wenn man ohne Wasser hier durch die... Obwohl, ne, Quellwasser haben wir schon mehrfach gefunden. Warte mal, was ist denn das da? Ach, eine Blume. Ich würde sagen, wir gehen dann erstmal weiter, die Monsterjagden. Keine Ahnung. Muss ich mir später nochmal schauen. Ich weiß jetzt echt nicht, wo die ist. Ich bin jetzt einmal rundherum gelaufen und ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht hätte ich aber auch auf den Berg runter hochgemusst. Ach nee, da stand noch, dass das hier in dem Bereich sein sollte, aber ich habe es nicht gesehen. So, hier war doch auch irgendwo so ein komischer Deckel, an dem ich tauschen konnte, wenn ich mich recht entsinne. Oh, wir können wieder plündern, wie schön. Waren Gulden drin, oder? 10 Gulden, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber dann geht mir dem alten Herrn sein Tagebuch zurück. Tröpfchen Hechtis hinter uns hinterher. So. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Das ist Ihr Tagebuch, oder? Na sowas, du bist großartig. Ein Schatz, ein Kamerad erster Güte. Versuchen Sie bitte, es nicht wieder zu verlieren, okay? In der nächsten Stadt ist er bestimmt wieder und ich muss ihn wiederfinden. Oh, selbstverständlich, du hast ein feierliches Versprechen. Mein Schwur als Gentleman, dass ich es nie wieder aus den Augen lasse. Hier, eine Belohnung. Eine schimmernde, was? Errungenschaft freigeschaltet, Pfadfinder. Du erhältst folgende Belohnung, ein schimmernde Soutane und 200 Gulden. Und vor allem die Stempel, auf die ich wirklich abgesehen habe. Ja, wiederholen sich. Einen weiteren als Bonus. Moment, kann ich hier nicht tauschen? Ach Mist. Ich dachte, ich kann hier irgendwo tauschen, aber vielleicht doch nicht.
Und ich will ehrlich gesagt nicht auf den Berg hochrennen eigentlich. Okay, machen wir es trotzdem mal. Rennen wir mal kurz auf diesen blöden Berg hoch. Da kann ich auch gleich mal schauen, ob da doch vielleicht dieses Monster ist. Da soll es aber nicht sein, aber trotzdem. Nee, ich will nicht nochmal in die Stadt rein. So, Monster muss ich jetzt nicht besiegen. Die haben alle Schiss vor mir. Das passt soweit. Wo ist denn der blöde Vulkan? Ich hab doch richtig geschaut, oder? Östlich von Laguna, okay. Buße der Qualmhöhe. Vulkan. Wo bist du, oh mächtiger Vulkan? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da hinten. Der ist so groß, dass ich ihn gar nicht sehe. Yay, noch mehr Quellwasser. Ich find's so toll, dass unser Beutel nie voll wird. Hoffen wir mal, dass ich die beiden Monster dann wenigstens behalten darf. Der wendet sich einfach mal ab. Ich will nicht sehen, was da kommt. Ich guck mal lieber woanders hin. Gott, kann ich schnell rennen. Ja, hau lieber ab. Einige sind schneller als andere. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich diesen Bonus schon mitgenommen habe, dass ich mich schneller bewegen kann. Wenn nicht, sollte ich das tun. Akro? Nee, du hast Schiss. Du hast Angst? Gut. Haut lieber ab, ich habe nämlich keinen Bock auf euch. Du kannst mich an, dann musst du sterben. Klar, jetzt bin ich. Ich werde euch bestimmt nicht bevor. Verschwindet. Hat sich ausgeliebt. Frage jetzt wenig an kurz. Ich glaube, Tröte muss erstmal dann weg. Nur kurz. Greift mich einfach noch nicht an. Was habe ich denn gerade gesagt? Come on, you guys. Ihr mit eurem verpackten Haaren. Das juckt mein Wicht irgendwie fast gar nicht. Glücklich sie aussieht. Oh, ein Fluchtvereitler. Ist es nicht echt traurig? Jetzt habe ich alles, was ich brauche und jetzt scheitert es daran, dass ich halt kein Vertraut mehr aufnehmen konnte gerade. Ist ja doch ein Ankämpfer. Ne, bist du nicht. Au! Das war gar nicht mal so schlecht. Tritt. Ah, die setze ich mal noch nicht ein. Ausnahmsweise gehe ich doch mal hoch. Sollst du dir willig, ja? Hallo, hallo, hallo. Ich bin ein sympathischer Schlupfloch-Serviceberater. Schön, dich zu sehen. Sag aber Bescheid, wenn dir ein Vertrauter zur Last fallen sollte. Wir können bis zu 400 von deinen kleinen Trackern bei uns aufnehmen.
Und weil du uns heute zum ersten Mal mit deinem Besuch beehrst, erhältst du ein ganz besonderes Geschenk, du Glückwunsch. Viel Spaß damit. Sud des großen Weisen. Drei riesen Sonnentropfen, drei riesen Sterntropfen, drei riesen Mondtropfen, drei riesen Planetentropfen, okay. Ah, hier. Wen lassen wir da? Tröte, bleib mal kurz da. Nein. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay, ich hatte ihn die ganze Zeit dabei. Warte, jetzt will ich kurz was schauen. Greift er mich trotzdem an? Aber ich glaube, das Vieh ist nicht hier. Ach, hier ist die Pyro-Pimpfe, ja. Oh ja, die sind ein ganz anderer Level. Naja, so viel mehr Schaden ist es auch nicht. Es reicht. Wenn das Vieh mir die ganze Zeit im Weg steht. Du hast nur zuletzt nochmal zugeschlagen, ich war das. Warte mal. Okay, das heißt, ich könnte die Quest die ganze Zeit abschließen. Wo ist denn dieses? Ah, ist doch hier. Da würde ich halt gerne mal speichern kurz. Kann ich hier nicht speichern? Nach meine Gegner zu nah sind. Okay, das ist mir zu heiß. Bin ich ganz ehrlich, weil ich mir denken kann, dass das ein ganz übler Geselle ist, den wir da bekämpfen. Machen wir das zwei Runden kaputt. Ich nehme mal jetzt gleich beim nächsten Kampf Olli. Und sehe gerade hier ganz oben. Verwischt das so ein bisschen manchmal. Und einen Kuchen habe ich gekriegt. Na, immerhin hat sich gelohnt. Da lohnt es sich, Monster zu töten. So, weißer Rat. Ist noch nicht respawned, das ist gut. Dann kann ich ihn jetzt gleich mit dem Vieh da oben anlegen. Das werde ich im Einzelkampf machen müssen. Das heißt, Oliver alleine. Und Esther darf natürlich Tricks anwenden, wie sie Lust und Laune hat. Das Vieh legen wir in der Folge noch. In der nächsten Folge geht man dann ab und gehen weiter. Weil dann müssten wir alles erledigt haben. Ach, da geht's noch soweit gut. So, was genau bist du? Ach, deshalb Mademoiselle. Weil das Vieh singt, ich verstehe. We can do this.
Okay. Oh! Das... Wow! Alter! Was war denn das für ein Angriff? Du darfst mich heilen. Das ist okay. Ich bin dir nicht böse. Wo macht die Schaden? Du könntest mich auch heilen, aber musst du nicht. Ist okay. Wir schaffen das auch so. Ich ziehe sofort die Aggro auf mich, sobald ich das Vieh verletze. Fluffy, töte das Vieh. Oh, geht eigentlich ganz gut. Aha. Gut, haben wir das doch noch geschafft. Hast du was Besonderes? Ja, nicht so viel Geld. Und Tröte ist aufgelöst. Dunkler Fluch. Ich will diese komische Roboter. Ich bin mir sicher, die haben auch irgendeine Bedeutung irgendwann. Soll ich mir vielleicht auch mal Notizen machen, wo genau diese Roboter sind? Ich habe gerade hier ein mächtiges Monster umgebracht. Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Schockwelle, flieg! Au! Das hat weh. Ich brauche irgendwann mal Flächenzauber. Das ist nicht so effizient auf den. Dann halt die Schockwelle. Die tut mir weh. Da ist die Luft raus. Oh Gott, die geht. Esther geht ja ab wie. Sonst nur Tröpfchen. So, dann würde ich sagen, wir machen hier den Schnitt. Das war Let's Play Ni no Kuni für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, Leute!